Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Tonis Tourentipps. Wie in meinem allerersten Video bereits angekündigt, möchte ich hin und wieder auch mal einen Film dazu machen, wie ich ein bestimmtes Foto aufgenommen, entwickelt und weiterbearbeitet habe. Und gestern Abend bot sich dafür eine besondere Situation an, denn es war die längste Mondfinsternis dieses Jahrhunderts. Ich denke, ihr werdet davon gehört haben, weil es war ja in allen Medien vertreten. Deshalb hatte ich mir an den Abenden zuvor, also seit Dienstagabend, habe ich mehrere Locations angefahren, hatte mir mehrere Spots angeschaut, von wo aus ich halt einen Live-Film erstellen wollte. Aber das Problem war einfach, dass gestern Abend so viele Menschen unterwegs waren, die alle die Mondfinsternis sehen wollten. Und es war einfach unmöglich, irgendwo einen Live-Film zu erstellen. Nichtsdestotrotz bin ich dann bei einem Spot geblieben, habe meine vier Kameras aufgebaut und habe jede Menge Fotos und Videos erstellt. Und in diesem Video hier werde ich euch nun erklären, wie ich dieses Star Trail Foto hier erstellt habe und auch dieses Timelapse Video. Das Tolle daran war, ich brauchte diese Fotoserie nur einmal aufzunehmen und konnte dann im Nachhinein daraus halt diesen Film erstellen und auch das Star Trail Foto. Viel Spaß beim Film! Für ein Timelapse-Video bzw. für dieses Star-Trails-Foto benötigt man schon sehr viele Aufnahmen. Man kann rechnen, pro Sekunde Film etwa 25 bis 30 Fotos. Das ist abhängig von der Bildwiederholfrequenz. Die kann man zwar selber einstellen, aber man sollte die 25 Bilder pro Sekunde eigentlich nicht unterschreiten, da man sonst ein Flimmern wahrnimmt bzw. es zu Rucklern kommt. 25 Bilder pro Sekunde haben sich also sehr bewährt. 30 Bilder pro Sekunde wären natürlich besser. Das bedeutet also, für einen Film, der ungefähr eine Länge von 10 Sekunden hat, braucht man zwischen 250 und 300 Fotos. Ich habe es gestern Abend so gemacht, ich habe die erste Kamera aufgebaut, eingestellt und habe diese Fotos machen lassen und habe mich dann um die anderen Kameras gekümmert. Und diese Kamera hier, wo diese Fotos mit erstellt worden sind, die hat dann die ganze Zeit vor sich hin fotografiert. Über, ich glaube, 2,5 Stunden ungefähr hinweg. Diese Fotos lädt man sich später in Lightroom. Wenn man ein anderes Bildentwicklungsprogramm hat, macht man es halt damit. Ich verwende halt Lightroom. Und dann fängt man an, diese Bilder zu entwickeln. Bei mir war das so. Wenn man sich das erste Foto einmal anschaut, das war kurz nach dem Sonnenuntergang. Ich befand mich also in der blauen Stunde und es war noch sehr hell. Deswegen habe ich als ISO-Wert eine sehr niedrige ISO verwendet, also ISO 200. Und die ersten ungefähr, ich glaube 100 Fotos waren es, habe ich dann auch mit ISO 200 aufgenommen. Genau hier war dann der Cut. Und ab dem nächsten Foto habe ich eigentlich ISO 800 verwendet. Das bedeutet, wenn man dann später die Fotos bearbeitet und man hat wirklich mit zwei oder mehr verschiedenen Belichtungsmethoden gearbeitet, dann muss man natürlich diese Bilder immer stapelweise bearbeiten. Ich habe es also so gemacht. Ich habe das letzte Foto aus der ersten Serie genommen, dann das erste Foto dieser Serie angeklickt, damit alle ausgewählt waren aus dieser Serie und habe diese dann angefangen zu entwickeln. Auf diese einzelnen Einstellungen brauche ich eigentlich nicht genauer einzugehen. Ich denke, die erklären sich von selbst. Bei Lichter korrigiert man die helleren Werte, bei Tiefen die dunkleren Werte. Bei Klarheit regelt man diesen Mikrokontrast und diese verschiedenen Einstellungen halt. Ich denke, hier ist es am sinnvollsten, sich da einfach selber mal mit auseinanderzusetzen und selber die optimalen Werte zu finden. Denn es ist einfach von Bild zu Bild total unterschiedlich. Ihr könntet jetzt hier diese Einstellungen nehmen, wie ihr sie hier seht. Aber das könnte bei euren eigenen Fotos dann total in die Hose gehen. Deswegen bringt es nicht viel. Ihr müsst euch also wirklich da selber mal mit auseinandersetzen und schauen, welche Werte für euch optimal sind. Wichtig ist aber, bei dieser ersten Serie habe ich die Belichtung um den Faktor 3 angehoben und dann bei der nächsten Serie, die dann bei mir bei 81:18 anfängt, die ging dann bis zum Ende durch. Ich konnte also das erste Foto und auch das letzte Foto dieser Serie anklicken und diese alle gleich entwickeln. Und dort habe ich die Belichtung nur um den Faktor 1
0,12 angehoben. Das reichte bereits aus, damit dieser Übergang zwischen dem letzten Foto aus der ersten Serie und dem ersten Foto der zweiten Serie perfekt ist. Also ihr seht es hier, oder ihr seht es eher nicht, weil es ist kein Unterschied zu erkennen. Ich habe den Rest dementsprechend angepasst, damit dieser Übergang einfach perfekt ist. Und für die generelle Belichtung habe ich mir so ziemlich die Mitte markiert. Also ihr seht es jetzt hier. Das ist die Mitte dieser Aufnahmeserie. Habe mir das Foto angeschaut, habe das so entwickelt, wie ich es haben wollte und habe den Rest dann halt dementsprechend angepasst. Nachdem man dann alle Einstellungen vorgenommen hat, drückt man einmal STRG A, damit alle Fotos markiert sind, drückt die rechte Maustaste und geht auf Exportieren. Und auch hier wählt man wieder Exportieren aus. Dann öffnet sich dieses Dialogfenster und hier kann man als erstes den Zielordner wählen, das heißt, wo die Fotos hingespeichert werden. Und wenn man es wünscht, kann man noch einen Unterordner ablegen. Das ist sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel diese entwickelten Fotos als Kopie in den gleichen Ordner ablegen wollt, wo ihr bereits die originalen Fotos habt. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, die in einen Unterordner abzulegen. Ich habe es allerdings jetzt so gemacht, dass ich komplett einen neuen Ordner extra für diese entwickelten Fotos erstellt habe. Bei der Bildqualität habe ich hier 100% genommen. Es hätte wahrscheinlich auch 75 oder 80 gereicht, aber ich habe mir gedacht, ich nutze jetzt einfach mal das volle Potenzial aus. Umbenennen und so weiter braucht man alles nichts. Wenn man alles also eingestellt hat, drückt man einfach auf Exportieren. Und je nach Menge an Bildern dauert es dann wirklich lange. Also in meinem Fall waren es 426 Fotos und bei mir hat das Entwickeln wirklich mehrere Stunden gedauert. Das heißt, ihr habt also jede Menge Zeit, um irgendwelche anderen Dinge zu machen. Starten wir es. An dieser Stelle mache ich natürlich einen Cut, weil ich lasse diese Bilder jetzt einfach mal entwickeln und gleich geht es dann weiter. Nachdem alle Fotos entwickelt bzw. exportiert worden sind, geht es weiter mit Photoshop. Hier öffne ich mir als erstes eine neue Datei und da es sich in meinem Fall um einen Film handelt, wähle ich aus den Vorlagen direkt Film und Video. Hier entscheide ich mich für HDTV, das ist für meine Zwecke völlig ausreichend. Wer es wünscht, kann auch 4K-Videos erstellen oder sogar 8K-Videos. Ich nehme aber hier dieses 1920x1980. Ich habe hier bei Film und Video einfach die Vorlagen gewählt, weil dann das Seitenverhältnis direkt optimal ist. Was wichtig ist zum Beispiel für YouTube oder wenn man sich das auf einem Fernseher anschauen möchte. Aber gut, ich nehme also HDTV, gehe auf Erstellen. Dann geht man hier oben bei Fenster auf Zeitleiste, falls diese nicht bereits hier unten angezeigt wird. Dieses Fenster hier mache ich mir etwas kleiner, damit es mich nicht stört. So. Das ist also unser Format für den späteren Film und diese Zeitleiste hier ist auch vorhanden. Nun geht man bei Ebene auf Videoebene und wählt neue Videoebene aus Datei. Dann sucht man sich den Ordner heraus, wo man die Fotos exportiert hat, JPEG Startfile, und klickt nur das erste Foto an. Das ist wichtig, weil wenn ihr irgendwo anders hinklickt, beginnt das Video auch erst ab da. Aber wir haben uns jetzt die Mühe gemacht, alle Fotos da zu entwickeln. Also nehmen wir auch gleich direkt das erste Foto heraus. Wenn ihr natürlich eine längere Serie aufgenommen habt und die ersten Fotos waren nur Testfotos, dann braucht ihr diese natürlich auch gar nicht erst zu entwickeln. Ist ja unsinnig, diese Fotos zu entwickeln, denn die wollt ihr ja später nicht im Film dabei haben. Lasst diese Fotos also gleich weg. Beziehungsweise, falls ihr sie jetzt doch schon mitentwickelt habt, dann wählt ihr halt hier das erste Foto aus, womit euer Film beginnen soll. Wenn am Ende noch Fotos sind, die ihr nicht dabei haben möchtet, dann solltet ihr hingehen in den Ordner, den ihr erstellt habt, sucht dort die letzten Fotos heraus, die ihr nicht dabei haben wollt und löscht diese einfach, bevor ihr dann weitermacht mit Photoshop. So, also wie gesagt, das erste Foto aussuchen. Einmal anklicken. Jetzt wird dieses Foto geöffnet und das Aufnahmeformat meiner Kamera ist natürlich wesentlich größer als wie dieses
HDTV-Format. Das sieht man hier auch. Hier sieht man jetzt nur diese kleine Ecke von den Fotos. Das heißt, ich drücke jetzt einmal Steuerung T für Transformieren. Jetzt fragt er mich, ob man das konvertieren soll. Ja, soll man konvertieren, weil sonst geht es nicht weiter. Dann hat man hier oben den Anfasser. Und damit das Bild nicht verzerrt wird, damit es also proportional verkleinert wird, hält man jetzt die Shift-Taste gedrückt, klickt die Ecke hier oben an, hält die Maustaste gedrückt und dann kann man das wunderbar verkleinern. Und man sieht es hier, egal wohin ich den Mauszeiger bewege, das Bild wird immer proportional verkleinert. Jetzt schiebe ich mir das Ganze hier mal zurecht, dass es auch in meinen Darstellungsformat passt. Man sieht, das Foto ist also ganz schön größer. So. Einmal noch, dann haben wir es. Ich mache es jetzt so, weil das Seitenformat meiner Kamera passt natürlich nicht mit dem Abspielformat im Film überein. Deswegen mache ich es so, dass ich die Breite des Films komplett ausnutze, beziehungsweise ich schaue, dass ich ganz minimal an den Rändern überstehe, damit es dort keine Probleme gibt. Dann drücke ich einmal Enter. Jetzt wird diese Größe heruntertransformiert auf dieses Abspielformat. Und jetzt kann ich noch schauen, dass ich mir den Horizont so ausrichte. Das kann man entweder mit den Pfeiltasten machen oder man nutzt den Zeiger. Ich denke, so passt es ganz gut. So, jetzt könnte man den Film zwar schon einmal abspielen lassen. Das Problem ist, Photoshop lädt jetzt erst einmal jedes Foto hinterher. Das heißt, wenn ich jetzt auch auf Abspielen drücke, sehe ich nicht direkt den Film, sondern weil jetzt eben jedes Foto erstmal geladen werden muss, ruckelt das Ganze vor sich hin. Deswegen schenke ich mir jetzt an dieser Stelle dieses Anschauen und gehe direkt hier unten auf diese vier Striche. Und auf Video rendern. Das heißt, jetzt beginnt bereits der Prozess, wo diese ganzen Fotos in einen Film umgewandelt werden. Es dauert wieder ein bisschen, bis dass sich dieses Fenster öffnet. Hier kann man dem ganzen Kind noch einen Namen geben. Ich sage jetzt einfach mal Timelapse Video. Dann kann man den Ordner aussuchen, wo man es hingespeichert haben möchte. Ich wähle direkt den Desktop, dann finde ich es gleich am schnellsten wieder. Hier kann man die Bildwiederholfrequenz einstellen, also diese Frames per Second. Ich lasse jetzt hier einfach den Standardwert. Man könnte auch 30 nehmen oder 25. Wie gesagt, unter 25 sollte man nicht gehen. Ich nehme jetzt einfach diesen 29,97. Das ist so ein Standardwert, der hier vorgegeben ist und der passt einfach wunderbar. Hier unten könnte man jetzt nochmal auswählen, ob das Video erst ab einem bestimmten Foto anfangen soll und ob es vielleicht schon vorzeitig enden soll. Ich habe jetzt bereits alle Fotos herausgesucht, womit ich auch arbeiten möchte. Deswegen lasse ich hier alle Frames ausgewählt. Und dann klickt man hier oben auf Rendern und dann beginnt dieser Renderprozess. Auch das dauert wieder je nach Anzahl von Fotos unterschiedlich lange. Hat man ein kurzes Video, beziehungsweise hat man nur 25 Fotos aufgenommen, wodurch ein kurzes Video entsteht, geht das Exportieren natürlich sehr schnell. In meinem Fall bei 400 Fotos wird es ungefähr eine Stunde dauern. Deswegen mache ich auch hier jetzt wieder einen Cut, weil es einfach zu lange dauern würde. Das Rendern ist jetzt abgeschlossen und jetzt wollen wir uns das Ergebnis einmal anschauen. Ich habe mein Video direkt auf den Desktop gelegt, da ist es auch schon. Schauen wir es uns mal im Windows Media Player an. Machen wir mal groß. Und das ist also das Endergebnis meines Timelapse-Videos. Schaut doch schon super aus. Ich bin zufrieden. Und das war es auch schon. So schnell hat man ein Timelapse-Video erstellt. Zwischendurch kann es natürlich Schwierigkeiten geben, wenn es unterschiedliche Lichtverhältnisse gibt. Zum Beispiel ist es manchmal so, dass Wolken vorbeiziehen und dadurch wird es dunkel. Oder wenn die Wolken mehrmals, also wenn mehrere dieser Schäfchenwolken unterwegs sind, die ziehen immer wieder an der Sonne vorbei, hat man halt immer wieder dieses Lichtflackern. Und wenn man dann ein Timelapse-Video erstellt, wechseln die Lichtverhältnisse immer wieder und dann, das macht einen schon nervös, wenn man das dann anschaut. Das sind halt leider Probleme, die oftmals entstehen können. Oder auch, wie jetzt in meinem Fall, erkennt man es sehr gut, hin und wieder fährt ein Auto auf mich zu.
Und so entsteht halt dieses Flackern. Oder auf der Wiese unten sieht man es, das sind die Autos, die halt an mir vorbeigefahren sind. Und auch dort sieht man immer wieder diesen Lichtkegel. Aber gut, so erstellt man auf jeden Fall ein Timelapse-Video. Und falls ihr es mal nachmachen möchtet, wisst ihr jetzt, wie es geht. Weiter geht es mit dem Star Trails Foto. Da ich für mein Timelapse-Video ohnehin so viele Aufnahmen erstellt habe, bot es sich natürlich an, daraus auch direkt ein Star Trails Foto zu erstellen. Da ich für das Timelapse-Video ohnehin so viele Aufnahmen benötigt habe, bot es sich natürlich an, auch direkt ein Star Trails Foto zu erstellen. Und wie man dabei vorgeht, erkläre ich jetzt. Das Ganze wäre ebenfalls wieder in Photoshop möglich. Ich persönlich möchte euch aber jetzt zwei andere Programme ans Herz legen. Beide Programme sind kostenlos. Das sei als erstes mal erwähnt. Aber auf den Download-Seiten der Entwickler gibt es einen Spenden-Button. Und ich denke, wenn man die Programme öfter nutzt, dann sollte man sich erkenntlich zeigen und den Entwicklern auch ruhig 1, 2, 3 Euro als kleine Spende dalassen. Sie freuen sich drüber und animieren sie vielleicht dazu, später noch mehr solche tolle Programme zu entwickeln. Das erste Programm nennt sich StarTrails Exe, also StarTrails.exe. Wenn ihr im Internet danach sucht, auch bitte genauso eingeben, dann findet ihr das Programm direkt. Und das zweite Programm heißt StarStacks. Beide Programme liefern wirklich gute Ergebnisse und wenn ihr mal StarTrails erstellen möchtet, würde ich euch empfehlen, mal mit beiden Programmen zu arbeiten, um euren persönlichen Favoriten zu finden. Ich persönlich bevorzuge etwas StarStacks. Es liefert meiner Meinung nach die etwas feineren Ergebnisse, aber die Geschmäcker sind da verschieden und es wird auch genauso viele geben, die sagen, StarTrails.exe ist das bessere Programm. Von daher einfach selber ausprobieren. So, StarStacks, eine sehr aufgeräumte Oberfläche. Hier steht Bilder hier ablegen. Das machen wir doch mal. Wir öffnen also unseren Ordner, wo die bereits entwickelten und exportierten Fotos drin liegen. Drücken STRG A, um alle Fotos auszuwählen. Beziehungsweise weiß ich, dass meine letzten Fotos etwas zu hell geworden sind. Deswegen wähle ich die jetzt nicht aus, sondern alle anderen. So. Und dann zieht man die Fotos einfach in das Programm hinein. Darauf achten, dass hier alle Fotos ausgewählt sind. So, und jetzt ganz kurz ein paar Worte zu der Besonderheit dieses Star-Trails. Es ist ein Star-Trail mit dem Vollmond drauf. Und da muss man halt wissen, das wäre unter normalen Umständen gar nicht möglich. Bei Vollmond, wer bei Vollmond mal nachts draußen unterwegs war, der weiß, wie hell es ist. Also wenn man sich ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnt hat, ist es schon fast taghell. Also die Bäume werfen Schatten und sowas alles. Das ist bei Vollmond der Fall. Und wenn man bei Vollmond mal an den Himmel schaut, dann erkennt man zwar einen prächtigen Mond, aber um den Mond herum sind so gut wie keine Sterne zu sehen. Einfach weil der Mond so hell ist, dass er alles drumherum überstrahlt. Und wenn man jetzt ein Timelapse-Video erstellen möchte, Entschuldigung, wenn man jetzt ein StarTrails-Foto erstellen möchte, könnte man die Belichtung entweder so anpassen, dass der Mond nur ganz schwach zu erkennen ist, also dass der Mond ganz schwach belichtet ist, aber dann wären erst recht keine Sterne zu sehen. Und wenn man die Belichtung so verlängern möchte, dass Sterne zu sehen wären, dann wäre der Mond so unglaublich hell, dass der ganze Himmel ausgebrannt wäre. Also der wäre schneeweiß. Von daher ist es eigentlich gar nicht möglich, ein Star-Trails-Foto zu erstellen, wo auch der Vollmond mit drauf zu sehen ist. Das geht wirklich nur bei einer Mondfinsternis. Ist doch der Wahnsinn, oder? Super, dass es gestern geklappt hat. Also, alle Fotos sind ausgewählt. Hier oben wähle ich Lücken füllen. Das bedeutet, wenn ihr mehrere Fotos erstellt habt, dann bestehen zwischen diesen einzelnen Fotos immer ganz kleine Pausen. Und wenn ihr jetzt dieses Startfeld erstellen würdet, dann hättet ihr einen Sternpunkt oder eventuell eine kleine Sternspur, je nachdem, wie lange ihr belichtet habt. Dann eine Pause, Sternpunkt, Pause, Sternpunkt, Pause. Und das Programm bietet halt die Möglichkeit an, diese Lücken automatisch zu füllen, damit am Ende ein durchgehender Strich zu erkennen ist. Das war es eigentlich schon von den Grundeinstellungen her.
Wenn man das Bild jetzt so berechnen lassen würde, dann hätte man am Ende ein Star-Trail-Foto, wo ganz viele Sternspuren drauf zu sehen sind, die von Anfang bis Ende gleich dick sind. Das Programm bietet aber diesen Kometenmodus an. Und den finde ich total super, weil es ist so, dass jeder einzelne Sternpunkt jetzt am Anfang erst ganz schwach zu erkennen ist. Und mit fortlaufender Fotoserie wird dieser Sternpunkt immer stärker, bis dass er am Ende seine natürliche Leuchtkraft gefunden hat. Also bis dass er so zu sehen ist, wie er auch auf dem Foto normalerweise zu sehen wäre. Letztlich bedeutet das, man hat einen spitz anfangenden Sternstrich, der halt wirklich so aussieht wie ein Kometenschweif. Dann gibt es hier die Möglichkeit einzustellen, wie lange dieser Kometenschweif sein soll. Das bedeutet kurze Spuren, klar, der läuft, fängt ganz spitz an und entwickelt sich sehr schnell zu einem dicken Strich. Ich persönlich mag es aber lieber diese langen Spuren, das heißt, der läuft ganz langsam dick zu. Diese Einstellungsmöglichkeit nehme ich jetzt auch lange Spuren, Kometenmodus. Bei mir ist es jetzt so, dass der Mond so aufgegangen ist, beziehungsweise die Sterne gehen auch alle so auf. Hier oben drehen sie sich in die andere Richtung. Das liegt einfach an der Aufnahmerichtung. Das ist Ost-Südost. Das bedeutet, auf den Fotos sieht es später so aus, dass die Fotos sich hier unten in diese Richtung drehen werden. Die Fotos, die Sterne sich in diese Richtung drehen werden. Und hier oben sieht es so aus, als wenn sich die Sterne in diese Richtung drehen würden. Ist verrückt, sieht aber am Ende super aus. Es wird jetzt so sein, dass die hier unten spitz anfangen und hierhin dick zulaufen. Spitz, dick. Man kann die Verarbeitungsreihenfolge hier umkehren. Das heißt, hier unten wären sie dick und nach oben hin würden sie dünn zulaufen. Das ist natürlich toll, wenn man diesen Sternschnuppeneffekt haben möchte, also dass es so aussieht, als wenn jede Menge Sternschnuppe auf die Erde gefallen wären. Dann sollte man diese Verarbeitungsreihenfolge umkehren. Ich lasse es aber jetzt mal so, wie es jetzt ist. Beziehungsweise vielleicht werde ich später nochmal das Ganze in umgekehrter Reihenfolge machen, damit ihr diesen direkten Vergleich habt. So, eingestellt ist soweit alles bei Bilder und allgemein muss man nicht unbedingt etwas einstellen. Bei Bilder könnte man noch einstellen, ob der Hintergrund dunkel oder hell sein soll. Wir haben unsere Fotos ja bereits vorher entwickelt, deshalb passt da alles, da brauchen wir nichts zu verändern. Wir können also mit der Berechnung starten. Das machen wir hier oben über diesen kleinen Button. Einfach mal draufklicken und zack, die Berechnung ist gestartet. Bei wenigen Fotos, ich sag mal bei 20, 30 Stück, hat man zwar am Ende einen sehr kurzen Starttrail, aber dann würde die Bearbeitung sehr schnell gehen. Ich habe halt sehr viele Fotos, deswegen wird die Bearbeitung etwas länger dauern. Und ich werde jetzt gleich einen kleinen Cut machen und dann einsteigen, wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist. Aber man sieht es hier schon von Bild zu Bild. Man sieht also hier immer gerade, welches Bild aktuell ausgewählt ist. Und man sieht schon, wie die ersten Sternspuren entstehen und auch der Mond langsam anfängt zu einer Mondspur zu werden. Bis später. So, das Berechnen ist jetzt abgeschlossen. Aufmerksame Beobachter werden merken, dass jetzt hier ein Haken ist. Das liegt einfach daran, dass ich diesen ganzen Prozess zweimal gemacht habe. Also einmal habe ich es so berechnen lassen, wie in dem vorigen Videoabschnitt erklärt. Und als das fertig war, habe ich dann hier den Haken gesetzt und habe es nochmal durchrechnen lassen mit der umgekehrten Verarbeitungsreihenfolge. Das Problem war jetzt hierbei allerdings, dass meine ersten 100 Fotos ja noch in der blauen Stunde waren, wo so gut wie keine Sterne zu sehen waren. Und deshalb ist das ganze Ergebnis jetzt eher mau, weil halt wenige Sternstriche zu erkennen sind. Aber nur mal zum Vergleich, damit ihr wisst, was der Unterschied halt ist mit dieser umgekehrten Reihenfolge. Das ist halt die umgekehrte Reihenfolge. Und das wäre die Reihenfolge so, wie wir es besprochen haben im letzten Videoabschnitt. Das Ganze sieht jetzt auch schon richtig super aus. Was mir jetzt halt nicht gefällt, sind diese Flugzeugspuren hier überall. Die werde ich noch schnell wegmachen. Dafür zoome ich etwas in das Bild hinein. Jetzt sehe ich gerade, hier ist noch eine
Sternspur, eine Flugzeugspur. So, dafür nehme ich mir den Bereichsreparaturpinsel, wähle einen recht kleinen Durchmesser. Ich schaue mal, ob 35 reicht. Ja, ist etwas klein. Mach mal lieber 50. Dann fahre ich diese Strecke hier ab. Natürlich nur dort, wo auch diese Flugzeugspuren zu sehen sind. Das dauert jetzt natürlich etwas, aber das verbessert das Bild enorm. Also das würde ich euch auch empfehlen. Wenn da irgendwelche Spuren von Flugzeugen oder Satelliten oder ähnliches sind, dann sollte man sich diese Zeit einfach nehmen, diese Spuren noch zu entfernen. Ihr seht, mit Photoshop geht das recht schnell. Natürlich können andere Bearbeitungsprogramme das ähnlich gut. Und man markiert hier einfach den Bereich, der repariert werden soll. Und das Programm berechnet dann aus den umliegenden Pixeln, wie dieser Bereich ohne diese störenden Pixel halt aussehen könnte. Das funktioniert nicht immer, aber wie jetzt in dem Fall hier, gut, es bleiben halt so kleine Macken über. Da fahren wir halt ein zweites Mal drüber und dann ist das recht weg. Okay, man sieht hier, das Flugzeug ist ziemlich kurvenreich geflogen. Wahrscheinlich wollte der Pilot seinen Gästen auch noch die Mondfinsternis zeigen. So, die haben wir schon alle weg. Dann haben wir hier unten noch ein bisschen was. Das fängt schon früher an, und zwar da. Manchmal entstehen so kleine Fehler. Da muss man halt dann nochmal drüber gehen. Das Berechnen dieser beiden Star Trails Bilder hat übrigens ungefähr 2 Stunden gedauert. Also war doch schon etwas zeitintensiver. Und ich glaube, jetzt habe ich alle Bildfehler entfernt. Was mir jetzt nicht so besonders gefällt, ist dieses Gebüschzeugs hier oben. Dafür nehme ich mir einen etwas größeren Pinsel, so 200. Und fahre hier auch nochmal drüber. Das Ganze halt nur so grob umschreiben bzw. ummalen, damit das Programm weiß, was repariert werden soll. Und das Ergebnis ist fantastisch. So, das war's. Das normale Star Trails Foto ist fertig. So, jetzt zeige ich euch noch etwas, wie man diesen Vordergrund hier etwas optimieren kann, weil dieses grelle Licht hier vorne und dieses Lens Flare da hinten, das gefällt mir jetzt auch nicht so besonders. Also nehme ich mir mal 20 Bilder aus meiner Serie. Das geht hier über Datei, Skripten, Datei in Stapel laden. Jetzt suche ich mir aus meinen entwickelten JPEGs, die wir ja in dem separaten Ordner gespeichert haben. Suche ich mir mal 20 Stück raus. Ich nehme nicht unbedingt die ersten, weil das waren ja halt die hellen Aufnahmen. Nehmen wir mal ab hier 8100 bis 8120. Diese Bilder lasse ich mir jetzt gleich laden. Die werden erst kurz aufgelistet. Das dauert etwas. Okay, und jetzt laden wir die in einen Speicher und jetzt geht das Programm hin, lädt alle Bilder und legt die automatisch in verschiedenen Ebenen übereinander ab. Das dauert jetzt wieder etwas. Bei 20 Bildern sollte es jetzt nicht so lange dauern. Schauen wir mal. So. Jetzt gleich sind alle Bilder in meine Datei geladen. Es dauert noch einen ganz kurzen Augenblick, weil 2 Bilder fehlen noch. Das letzte Bild. So, alle Bilder sind jetzt in meine Datei geladen. Jetzt schaue ich mal schnell durch, ob die Bilder alle soweit okay sind. Weil nicht, dass da wieder irgendwo ein Auto gewesen ist, was auf mich zugefahren ist.
Hier habe ich gleich schon zwei Bilder. Und wenn ich die jetzt verrechnen lassen würde, dann wären die beiden Bilder echt störend, weil da auch dieses helle Licht drauf wäre. Genauso wie dieses Lens Flare, was auf dem einen Foto war. Deshalb alle mal schnell durchschauen. Hier ist so ein grüner Schimmer. Das schmeißen wir auch raus. Wenn da mal gelegentlich auf einem Foto so ein kleiner weißer Streifen drauf ist, wie jetzt hier, das stört nicht unbedingt. Das wird dann gleich herausgerechnet werden. Ja, die restlichen Fotos schauen ganz gut aus. Ja, das schmeißen wir auch noch raus mit diesem roten Licht. Nicht, dass es dann am Ende doch noch stört. Okay. Mit den restlichen Bildern kann ich arbeiten. Jetzt wähle ich die oberste und die unterste Datei aus. Gehe auf Ebene, Smart Objekte, in Smart Objekt konvertieren. Das heißt, alle Bilder werden jetzt so zusammengerechnet, dass ich es im Endeffekt wie ein einzelnes Bild, wie eine einzelne Ebene behandeln kann. Das waren jetzt ungefähr, ich glaube, 16 Ebenen. Ich glaube, 4 hat sich gelöscht von den 20. Das heißt, 16 Ebenen sind es. So, und jetzt ist das eine ein Smart-Objekt. Und jetzt kann ich hingehen und diese Ebenen miteinander verrechnen. Zum Beispiel sieht man jetzt hier ein sehr starkes Rauschen. Das liegt an der ISO von ISO 800. Da entsteht halt dieses Bildrauschen. Und wenn ich jetzt hingehe und sage Smart Objekte, Stapelmodus, Median, dann werden alle diese Bilder miteinander verglichen und nur die Bildinformationen, die auf den meisten Bildern enthalten sind, die werden jetzt auch wirklich verwertet. Das heißt, das Rauschen, was man jetzt da gleich oder was man jetzt sieht, das wird jetzt gleich bei dem Resultat deutlich weniger geworden sein, weil einfach viel mehr echte Bildinformationen dieses grisselige Rauschen ersetzen. Auch dieses mediane Verrechnen dauert wieder etwas. Mein Rechner ist halt ein bisschen am Kämpfen, weil halt gleichzeitig noch dieses Aufnahmeprogramm läuft, wo ich dieses ganze Tutorial mit aufnehme. Deswegen dauert alles etwas länger als wie gewohnt. Aber es geht voran. Jetzt gleich ist es fertig. Und jetzt achtet mal hier auf diesen Bereich. Es ist ja sehr gut zu sehen, vor allen Dingen hier im Himmel, dieses Rauschen oder hier bei diesen Bildquellen, beim Wasser hier unten ist es auch sehr gut zu erkennen. So, da ist es passiert. Und so schaut jetzt das Endresultat aus. Das Ganze ist etwas, ja, wie soll ich sagen, weicher gezeichnet, aber insgesamt ist dieses auffällige Rauschen weg. Und jetzt haben wir einen sehr schönen Vordergrund. Den nehme ich mir jetzt und ziehe es auf mein Bild, wo die Star Trails sind. Lege es oben drüber. Ich mache mal schnell eine normale Datei daraus. Also dieses Smart Objekt verrechne ich jetzt mit einer leeren Datei, damit es im Endeffekt wie eine einzelne Ebene behandelt wird. Denn wenn ich jetzt eine Maske mache und habe dann immer noch dieses Smart Objekt, dann dauert dieser Prozess auch wieder so furchtbar lange und das muss ja nicht sein. So, jetzt habe ich hier, wie gesagt, eine Maske angelegt. Schaue, dass der schwarze Pinsel, also die schwarze Farbe, vorne ist. Und wenn ich jetzt hier drüber male, ich nehme dafür einen recht großen Pinsel, 800 Pixel Durchmesser, in meinem Fall jetzt. Und ganz weich, das heißt also die Kante vom Pinsel zu dem Bereich, wo nicht gemalt werden soll, geht sehr weich über. Wenn ich jetzt hier eine harte Pinselspitze nehmen würde mit 100%, dann sieht man schon genau da, wo ich male, ist auch ja, ausgeschnitten. Und mit einer sehr weichen Kante von 0%, sage ich jetzt mal, ist das alles schön butterweich. So, jetzt male ich diesen Bereich hier weg, damit der Startwill durchscheinen kann. Hier den Übergang mache ich etwas weicher. Ich schaue halt, dass ich nicht zu sehr in den Vordergrund reinrutsche, den ich mir gerade berechnet habe.
Ui, da war etwas zu viel. Falls man sich doch mal vermalt hat, wie jetzt gerade in meinem Fall, wo ich etwas abgerutscht bin, einfach mit X auf der Tastatur, also X drücken, tauscht man diese beiden Farben hier, das Weiß im Vordergrund ist, dann male ich nochmal drüber und schon ist mein Vordergrund so erhalten geblieben, wie ich mir das vorstelle. Jetzt habe ich einen schönen Vordergrund zum Vergleich nochmal ausschalten. Ich sehe jetzt, dass der etwas dunkler ist, also wähle ich das Bild direkt an, nicht die Maske, sondern das Bild. Gehe auf Filter, Kamera-RAW-Filter. Kamera-RAW ist halt dieses Entwicklungsprogramm, wo man normalerweise die RAW-Files mitentwickeln kann, was wir also vorhin mit Lightroom gemacht haben. Und das kann man jederzeit auch auf einem normalen Bild anwenden, indem man halt auf Filter geht und dann halt dieser Kamera-RAW-Filter oder Kamera-RAW-Filter. Ja, mein PC tut sich gerade echt schwer, aber jetzt geht's. Jetzt bearbeite ich mir den Vordergrund so, dass der mir gefällt. Mache das Ganze also etwas heller. Ziehe die Tiefen in erster Linie hoch. Das Licht nehme ich etwas raus, damit hier der Bereich nicht ganz so sehr überstrahlt. Klarheit hebe ich auch etwas an. Dunst entfernen ebenfalls. Das sind so die beiden, die ich generell verwende. Die Dynamik kann man etwas anheben, wobei das mache ich lieber gleich. Das mache ich erstmal so weit. So, jetzt passt der Vordergrund schon viel besser zum Hintergrund. Jetzt wähle ich die beiden Dateien aus, halte die Steuerungstaste gedrückt und drücke E gleichzeitig, damit aus den beiden Dateien eine einzelne Ebene wird. Gehe nochmal auf Filter, Kamera, RAW Filter. Und jetzt nehme ich die endgültige Bearbeitung vor. Also wir haben das Ganze ja schon in Lightroom entwickelt gehabt und den Vordergrund haben wir uns gerade auch schon mal noch etwas verfeinert. Aber jetzt kommt halt diese endgültige Bearbeitung, wo ich sage, das ist der finale Schnitt. Und jetzt kann ich auch wunderbar wirklich alles genau aufeinander anpassen. Auch der Hintergrund reagiert jetzt, wenn ich jetzt also die Helligkeit zum Beispiel rausnehme oder erhöhe, sieht man im Hintergrund wunderbar, dass auch hier oben der Star Trail mit in die Bearbeitung eingezogen wird. So, die Sättigung etwas erhöhen. Jetzt kann ich hier noch hingehen und die Vignettierung etwas herausnehmen. Vignettierung ist halt, dass der Rand zu dunkel ist. Ich versuche das etwas aufzuhellen, damit es gleichmäßiger wirkt. Jetzt sehe ich gerade hier im Vordergrund ist etwas sehr hoher Rotanteil, wenn ich das jetzt mal verstärke. Wobei es ist gar nicht so sehr rot, es ist wahrscheinlich. Ja, so lila, blau, schwer zu sagen. Erkennt Photoshop jetzt auch nicht so direkt. Das nehme ich etwas aus. Genauso wie das Orange nehme ich etwas aus. So. Das war's. Fertig ist mein Star Trail Bild. Ich hoffe, euch hat die Bearbeitung gefallen und ihr konntet etwas lernen aus meinem Timelapse-Video oder auch aus meinem Star Trails-Video. Ich hoffe, das Ganze animiert euch auch dazu, es selber mal zu versuchen und eure eigenen Projekte zu erstellen. Falls euch das Video also geholfen hat und auch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo für meinen Kanal da lasst oder auch ein Like. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.